Update 59 für die MetaQuest, die Mikrofon- und Pass-Through-Qualität der MetaQuest 3, Gerüchte um die Schließung von Pico und vieles mehr. Auch diese Woche gibt es wieder eine Menge Themen aus der Welt der Virtual Reality, über die wir unbedingt reden müssen. Interessiert ihr euch für die Virtual Reality, dann seid ihr hier in der Zockstube genau richtig, denn hier beschäftige ich mich insbesondere mit der Virtual Reality und MetaQuest-Headsets. Wollt ihr mehr Infos zur MetaQuest 3, dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da findet ihr spannende Tests, Tutorials und Empfehlungen zur MetaQuest 3. Diese Playlist verlinke ich euch aber auch nochmal im Abspann, also könnt ihr dieses Video erstmal in Ruhe zu Ende gucken. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und lasst uns loslegen. News der Woche. Die letzte Woche war bei mir sehr spannend. Unter anderem war ich zu Gast im Mixedcast von Mixed und wir haben etwas über die Quest 3 gequatscht, über die Zockstube im Allgemeinen und über das Community-Treffen, was im September in Kassel stattgefunden hat und was nächsten September wieder in Kassel stattfinden wird. Und außerdem sind wir auch noch auf die Weihnachtsfeier, die in Oberhausen stattfinden wird, jetzt im Dezember zu sprechen gekommen. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung, da verlinke ich euch ein paar Informationen. Ihr könnt euch noch anmelden. Darüber hinaus gab es in dieser Woche noch ein Tutorial von mir, wie ihr den Bildschirm eurer Quest 3 aufnehmen oder zum Beispiel auf einem Fernseher streamen könnt, um so einen Spieleabend mit der Quest 3 zu machen. Dann gab es noch das Update 59, über das ihr natürlich direkt auch wieder ein Update-Video bekommen habt, aber dazu komme ich gleich. Darüber hinaus habe ich in Zusammenarbeit mit Hoshi82 in einem Video gezeigt, wie ihr Virtual Reality Mod installiert, um so beispielsweise Doom 3, Half-Life 1 oder auch Wolfenstein auf eurer Quest 3 spielen zu können. Und eine kleine Ankündigung, morgen gibt es ein Tutorial, wie ihr Virtual Desktop mit eurer MetaQuest 3 nutzen könnt. In diesem Video stelle ich euch die Software im Detail vor mit allen Möglichkeiten, die sie bietet und wir gehen zusammen durch, was die besten Einstellungen für euer PC-VR-Setting sind, um kabellos PC-VR mit Virtual Desktop und eurer Quest 3 zu zocken. Also morgen früh direkt die Augen aufhalten und dieses Video nicht verpassen. Pico vor der Schließung. Ein Tech-Blog namens ChinaMail berichtet, dass ByteDance seine VR-Strategie überdenkt. Es wird erwähnt, dass viele Führungskräfte von Pico das Unternehmen verlassen haben und 2/3 der Marketingabteilung bereits weg sind. Zu Spitzenzeiten hatte Pico über 2000 Mitarbeiter, aber die Belegschaft wurde seitdem um ca. 50% reduziert. Das war die erste Meldung und dazu gab es dann eine kleine Neuerung und neuere Informationen. ByteDance hat gegenüber der chinesischen Financial Associated Press die Gerüchte dementiert und betont, dass Pico normal arbeitet und weiterhin in das XR-Geschäft investieren wird. Oliver Wöhler von ByteDance hat die Gerüchte gegenüber Mixed nicht kommentiert, erwähnte jedoch, dass Pico bald auf der AWE in Wien sein wird und dort Neuigkeiten über ihre Strategien für den Rest des Jahres und 2024 ankündigen wird. Ein chinesischer Bericht deutet darauf hin, dass Pico Interactive in Schwierigkeiten steckt und ByteDance plant, das Unternehmen schrittweise zu schließen. ByteDance ist mit der Geschäftsentwicklung von Pico unzufrieden und hat klargestellt, dass Pico nicht wie erwartet performt. Es gibt Spekulationen, dass Pico zu aggressiv in einen unreifen Markt eingetreten ist und die Akzeptanz von VR-Produkten bei den Verbrauchern immer noch relativ gering ist. Ich meine, wir kennen das. Wie viele Leute haben tatsächlich ein VR-Headset? Ist das ein Markt, aus dem man richtig Millionen und Milliarden ziehen kann, wie sich das beispielsweise ByteDance erhofft hat? Keine Ahnung. ByteDance hatte Pico Interactive vor 2 Jahren für etwa 600 Millionen Dollar gekauft. Trotz des Fortschritts der Pico 4 VR-Brille, die ja im Bereich PC-VR wirklich gut brauchbar ist, hatte Pico Schwierigkeiten mit den Verkaufszahlen, insbesondere im Westen. Es wird in den Quellen zudem angedeutet, dass ByteDance wohl auf einen sehr schnellen Erfolg gehofft hatte, was in der VR-Branche aber zu unrealistischen Erwartungen führen kann. Was denkt ihr? Ist da was dran oder alles nur heiße Luft? Schreibt es mir doch in die Kommentare. MetaQuest 3 mit 128 GB. Wie sicherlich viele von euch mitbekommen haben, ist kürzlich die Quest 3 vorgestellt worden in 2 Speichervarianten. Eine mit 128 GB und eine mit 512 GB. Interessanterweise bietet dabei die günstigere Variante nur 128 GB statt der erwarteten 256 GB, worüber ich einfach schon viel mit euch auch in den Kommentaren gesprochen habe. Nach Abzug des Speichers, den die Systemsoftware benötigt, bleiben damit nur noch 100 GB für Spiele, Apps und Medien übrig. Einige VR-Spiele benötigen bereits bis zu 12 GB. Ich habe euch für einen
anderes Video auch schon mal Games rausgesucht, die auch 40 oder 30 GB fressen. Und zukünftige Spiele könnten sogar noch mehr Platz benötigen. Metas Technikchef Andrew Bosworth erklärte, dass sie mit 128 GB ein kostengünstiges Headset anbieten wollten, insbesondere für diejenigen, die hauptsächlich von ihrem PC streamen und das Headset für soziale Zwecke und Arbeiten nutzen. Wenn ihr übrigens ein Video sehen wollt, wie ihr PC-VR auf eure Quest streamen könnt, das habe ich euch da hinterlegt und morgen kommt das Video zu Virtual Desktop. Für diejenigen, die mehr Speicher benötigen, gibt es laut Bosworth die 512 GB Variante. Bosworth deutete an, dass der Markt diese beiden Speicheroptionen verlangt und die Verkaufsdaten dies bestätigen. Es bleibt aber abzuwarten, ob Meta in Zukunft auch eine 256 GB Variante einführen wird. Update 59 auf der Meta Quest 3, 2 und Pro. Das neueste System-Update 59 für die Meta Quest bringt einige spannende Neuerungen. Es ermöglicht euch, euren PC-Bildschirm direkt in der Virtual Reality darzustellen, wie es vorher schon mit der Quest Pro möglich war. Zudem gibt es eine Batterieoption und euer Avatar in Horizon Home hat jetzt auch Beine. Was eigentlich schon mit dem letzten Update angekündigt wurde, jetzt ist aber definitiv bei allen angekommen. Eine weitere bemerkenswerte Funktion ist das verbesserte Handtracking in der Mixed Reality, das die Interaktion mit Panels und Apps noch angenehmer macht. Für Eltern gibt es ein verbessertes Aufsichtstool und Streamer können sich über die Integration von YouTube Live Chats in die Virtual Reality freuen. Es gibt auch einige allgemeine Verbesserungen wie die Anzeige von Aktivitäten eurer Freunde und die Möglichkeit, im Chat Reaktionen hinzuzufügen oder Bilder zu senden. Das Update wird seit dem 23. Oktober 2023 schrittweise für die Quest 2, 3 und Pro ausgerollt. Ausführlich habe ich euch über diese Funktion bereits in einem separaten Video erzählt. Dieses Video findet ihr in dieser Infokarte. Pass-Through der Meta Quest 3. Der Pass-Through der Meta Quest 3 wird in Zukunft durch Software-Updates verbessert, wie Metas Technikchef Andrew Bosworth bekannt gab. Die Meta Quest 3 wird als erstes massentaugliches Mixed-Reality-Headset beworben. Ein entscheidender Aspekt dieser Technologie ist, wie gut die Umgebung von Sensoren erfasst und innerhalb des Headsets digital dargestellt wird. Der Pass-Through der Quest 3 ist bereits deutlich besser als der Quest Pro und weit überlegen über den monochromen Pass-Through der Quest 2. Darüber habe ich euch auch schon ein separates Video gebracht, wo ich insbesondere die verschiedenen Pass-Throughs miteinander vergleiche und ihr meine Einschätzung zur Qualität der Mixed Reality auf der Meta Quest 3 bekommt. Dieses Video verlinke ich euch dort. Insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen kann die Qualität des Pass-Throughs aber deutlich nachlassen. Bosworth verspricht, dass sich der Pass-Through mit der Zeit noch weiter verbessern wird. Es wird erwartet, dass Konkurrenten wie die kommende Apple Vision Pro den Druck auf Meta erhöhen werden, die Pass-Through-Qualität weiter zu steigern. Wie versprochen findet ihr hier auf der rechten Seite meine Playlist zu allen Infos zur Meta Quest 3. Hinterlasst auch einen Kommentar mit euren Gedanken zu den heutigen Themen und lasst uns wissen, worüber ihr in der nächsten Ausgabe etwas hören möchtet. Vielen Dank an meine Patreons, ich würde niemals um eure Unterstützung bitten, bin aber sehr, sehr dankbar dafür. Vielen Dank auch für alle Däumchen und Kommentare und bis zur nächsten Woche.